Jo, hier ist Mr. Mike. Jetzt gibt es nochmal eine richtig schöne Übung für Sprungkraft, Gleichgewichtssinn, ja, Kraft in den Beinen. Einfaches Ding. Ich nenne es mal den Froschsprung, so zuvor formuliert. Und zwar auf einem Bein. Das ist echt, ja, haut schon ganz schön rein. Ich habe das damals im Training immer gehasst, weil das echt ganz schön reinhaut, wenn man das so die Halle hoch und runter macht und der Coach dich antreibt. Ohne Ende, dann haut das echt rein. So ein paar Sprünge gehen, aber umso heftiger man das betreibt, umso anstrengender ist es. Das wird echt richtig fies. Probiert es aus und wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, macht es barfuß, ohne Schuhe. Mit Socken geht natürlich auch. Mit Socken ist natürlich Rutschgefahr größer. Deshalb am besten jetzt barfuß. Mache ich jetzt hier, weil Boden ist richtig schön aufgeheizt von der Sonne. Richtig schön warm. Besseres Feeling gibt es gar nicht. Und wenn du barfuß trainieren kannst, ist es einfach ein Traum. Das ist gesünder, geht es einfach nicht, barfuß zu trainieren, weil da nimmst du den ganzen Fuß her und da raubt dir der Schuh nichts, weißt du? Und ich meine, in Deutschland haben so viele Leute Plattfüße und überhaupt, da ist das echt wirklich hilfreich. Besser kannst du den Fuß echt nicht trainieren, kannst immer nur wieder sagen, barfuß, alle Übungen, wenn du alle Sprungübungen barfuß machen kannst, mach sie barfuß. Vor allem die Zehen werden hier fast nicht mittrainiert im Schuh, die sind ja alle eingekleistert da drinnen, ne? Fest verstaut. Okay, ich mache jetzt mal die Übung vor, einfaches Ding eigentlich. Angucken, nachmachen, los geht's. Also, einfaches Ding, man stellt sich hin, gerade am besten. Jetzt sucht man sich erstmal einen Fuß aus, macht man abwechselnd. Nun geht man ein bisschen in die Knie. Man spürt jetzt schon, es wackelt alles, ne? Und nun springt man einfach vorwärts. Arme mitnehmen zum Schwung holen. Die Sprünge müssen gar nicht so weit sein. Das Wichtige ist, dass man schön von unten nach oben kommt. Und auch wieder auf einem Bein landen, das ist auch das Schwierige dabei. Deshalb nicht zu weit springen. Das Gleichgewichtsgefühl habe ich ja null. Alter. Wenn ihr das macht, ihr spürt es eigentlich sofort hier oben, wie es hier oben so zieht. Nicht direkt im Knie, sondern schon in der Muskulatur hier oben. Also mit dem linken Bein. Merkt schon, wie alles wackelt, weil einfach keine Kraft da ist. Wisst ihr, es ist einfach, ja, Muskulatur fehlt einfach. Mache ich viel zu selten. Wann habe ich das letzte Mal gemacht? Vor 10 Jahren oder so? Ja, und das macht jetzt mal ohne Pause eine ganze Hallenlänge hoch, runter und ich schwöre es euch, danach habt ihr keinen Bock mehr auf die Übung. Das haut so ohne Ende rein. Aber es ist wirklich effektiv. Das macht ihr einen Monat lang oder so und ihr wackelt, ihr steht da wie eine Eins. Ihr wackelt nicht, da wackelt nichts mehr. Ihr habt echt eine richtige Power in die Beine. Also wenn ihr das regelmäßig macht, der Hammer. Absoluter Hammer die Übung. Aber wie gesagt, die haut auch echt rein. Die macht wirklich keinen Spaß, wenn man die wirklich hardcore betreibt. Aber sie ist echt gut und effektiv. Auf jeden Fall. Aber mein Coach damals echt was Gutes verraten damit. Also die hilft auch Sprungkraft, Kraft. Und natürlich Gleichgewicht. Gleichgewicht, merkt ihr selber. Musst dich nur mal auf ein Bein so hinstellen, wirst du sehen, wie du wackelst. Das ist ja, wer nicht wackelt, der hat gute Kraft in den Beinen. Was isst du da? Ist es nicht. Hey! Ja, und wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, barfuß zu trainieren, irgendwas, dann macht es. Das ist echt wichtig für die Füße vor allem. Wer macht das heutzutage schon noch? Wer geht barfuß so durch die Gegend? Alle nur noch ihre Hightech-Schuhe an.
Und am Ende tut man sich damit nicht mal einen Gefallen, sondern man schadet sich dadurch noch durch diese ganzen Hightech-Kackspür, was es nicht alles auf dem Markt gibt. Der Hersteller verspricht dir Sachen und so, und im Endeffekt hast du nach 10 Jahren schiefe Beine, Plattfüße, geht dann nach oben ins Kreuz und so, kriegst noch eine schiefe Wirbelsäule dadurch. Alles so Sachen, was man echt in dem Moment gar nicht dran denkt und erst später dann merkt, hey fuck, wieso habe ich jetzt Kreuzschmerzen? Hey, wieso ist meine Wirbelsäule so schief? Wieso habe ich hier Gelenkschäden oder sonst was? Ja, alles. Es fängt alles mit den Füßen an. Ist doch klar, wir stehen auf die Füße. Ich meine, hey, das ist das A und O. Wenn die Füße schief sind, kann der Rest nicht gerade werden. Das geht nicht. Das geht bis zum Gebiss hoch. Das ist echt eine krasse Sache. Echt eine krasse Sache. Also echt, tut euch den Gefallen. Geht öfter barfuß, trainiert barfuß. Sucht euch ein paar schöne Übungen raus. Auch noch was Schönes entdeckt. Zum Beispiel, das weiß ich auch noch damals, wo ich Einlagen bekommen habe, hat mein Arzt mir auch geraten, Übungen zu machen. Viel im Sand gehen, viel barfuß gehen, hat er damals schon gesagt. Und natürlich dann versuchen, ja, es gibt so viele krasse Übungen, zum Beispiel Sachen mit den Zehen, mit den Füßen aufzuheben, Blumen pflücken, Stöckchen hochheben, Steine murmeln, sortieren, so von einem Gefäß ins andere. Habe ich echt nie gemacht, weil ich einfach zu faul für war, aber es ist echt, ja, so kriegst du aber Muskulatur in deine Füße schon rein. Aber wer macht denn sowas schon? Glaubt mir aber, das ist wirklich effektiv und das kann euch auch helfen, wenn ihr höher springen wollt, weil unten fängt alles an. Es ist einfach so. Ist kein Scheiß, das ist nur Fakt. Ist doch ganz logisch, oder? Ja. In dem Sinne, danke fürs Zugucken. Checkt die Übung aus. Quält euch mal ein bisschen mit der Übung, die ich euch hier gezeigt habe. Quält euch mal richtig und haut euch mal richtig rein und macht das, ja, weiß ich nicht, einen halben Kilometer lang mit jedem Bein und dann kommt nochmal an und ja, dankt mir. Oder auch nicht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Bis dahin.